Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pacific Drive, ihr Lieben. Ich bin's wieder, euer Nobody, und ich habe gerade keine Ahnung, was hier los ist, denn eigentlich war ich nicht unterwegs. Eigentlich stand ich in der Garage. Ja. Es gab mal zwischenzeitlich ein Update. Ich hoffe mal, dass der Spielstand nicht korrumpiert ist. Weil hier einfach in der Pampa unterwegs war ich nicht. Gut, schauen wir mal, was uns... So, ich sollte vielleicht mal das hier machen. Ja. Voilà, besser. Ja, in der... okay. In der letzten Folge... Das war noch diese Energie, die war. In der letzten Folge lief es nicht so gut. Wir wurden stürmisch in die Büsche gezogen. War nicht so knorke. Also ich würde mir das Navi hier wünschen. In einem anderen Bildschirm. Weil es ist so umständlich, immer nach rechts zu gucken. Aber was ist... No way. Ich hab keinen Bock auf euch. So, also, erreiche Siram. Ich habe keine Ahnung, wer, wie, wo, was Siram ist. Oh, schön. Ich bin weg. Kann die Dinger nicht abhängen, oder? Manövern. Scheint sehr wendig zu sein. Das ist ja ein Träumchen. Ja, ihr Lieben, dieses Spiel lässt einen schon schön eintauchen, alleine die Soundeffekte. Weil sie sind nicht so ablenkend. Was war das? Okay, ich bin weg. Vergisst man auch ab und zu mal das Reden? Ist nicht so vorteilhaft im Let's Play, ist klar, aber ich glaube, ihr könnt es ein bisschen verstehen. Da oben ist, glaube ich, noch was. Hier irgendwo rechts rein. Frage ich mich gerade. Hier vielleicht, oder? Ja, schauen wir mal. Oh, diese Geräusche sind nicht gut. Okay, was sollte irgendwas sein? Ah, hier ist was. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, Lootstellen. Oh, Viecher, lass mich in Ruhe. Hier ist jetzt kein Vieh. Okay, also ich muss sagen, hier ist es echt düster. Hallo? Nein? Nein? Oh, ich hasse das Geräusch. Nix? Noch irgendwo was? Okay, das war ein Satz mit X. Gut, wir haben jetzt ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ich hätte gedacht, Siram wäre ein bisschen besser markiert. Erreiche Siram. Oder habe ich da was verpasst?
So. Tschüss. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir nicht so gut, meine Lieben. Weg hier. Ciao, tschüss. So. Okay. Ja, fahren wir einfach mal rum. Normalerweise sind noch alle Boys, also Points of Interest oder Missionsziele, gekennzeichnet. Ich erkenne jetzt hier keine besondere Kennzeichnung. Schauen wir uns mal um. Sammlung und Stelle her. Das hört sich nicht so nett an. Lalalala. Okay, das ist der fröhliche Anführer. Das war was anderes, keine Ahnung was. Ich bin mal weg. Okay, ich fahr weiter. Ah, da geht's aber auch nicht weiter. Gut. Okay. Ihr Lieben, ich bin jetzt komplett raus. Es ist über eine Woche her, dass ich hier zuletzt gezockt habe. Ist er weg. Schauen wir mal, was wir machen können. Ich würde sagen, fahren wir mal hier rum. Lalalala. Du gehst weg. Stinkst. Gegen die Dinger. Das war aber weit und breit nichts. Hier ist eine komische Hütte. Weiß nicht, kann ich hier halten? Ja, können, ja. Sollen. Andere Sache. Nein, ich muss hier weg. Nicht gesund. Ist nicht gesund. Weg. Okay, dann ist das Ganze hier ein Satz mit X. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. Wie gesagt, ich sollte eigentlich in der Garage sein. Der Werkstatt. Ja, die sind hier munter unterwegs. Ja, geh weg, lass mich schon. Nein, du sollst weggehen. Ah, du. Nicht sehr nice. Ist hier irgendwie ein Schutz? Probieren wir es mal. Ja, ich gehe lieber ins Auto, wenn das Vieh wiederkommt. Also ich muss ganz dezent sagen, sie haben die Händlerin nochmal von der Werkstatt, also die wurden uns auf Mission geschickt. Ich weiß es nicht mehr. Ah, die Tripods kommen. Ciao. Hä? Du rollst weiter, okay.
Also jetzt mal beiseite. Da hinten. Soll ich da hinfahren? Zu dem Ding? Meint ihr das? Weiß ich nicht. Ich probier's mal. Rote Markierung war ja nie wirklich was. Ich habe zumindest da nichts gesehen. Ja, und jetzt sind wir wieder hier mitten in der Pampa. Das Auto nimmt Schaden. Ich glaube, der Treibstoff ist auch richtig low. Schauen wir mal. Sieht schattig. Ja, jetzt geht hier wieder die Wulle-Mutz ab. Gucken wir uns das mal an. Was ist das? Will ich das? Will ich das? Will ich das? Muss ich erstmal hoch, wo es aktiv ist? Ja. Oh, nu. Ich noch irgendwas machen. Sein können. Ja, ihr Lieben, ich habe keinen Schimmer. Oh, hier ist was. Aber ich spiele es gemütlich, locker flockig, so wie es mir gefällt. Mach mir da keinen Stress, auch wenn andere, keine Ahnung, anders spielen. Und ich belasse auch die Optionen, so wie sie im Spiel sind. Oh, jetzt geht aber gleich hier die Wurz ab, oder? So. Ich finde, das macht ja alles am Spiel aus, hier diese Atmo. Auch wenn es mich gerade komplett rausgehauen hat, muss ich sagen, dass ich hier einfach irgendwo in der Pampa unterwegs bin. Einzige, was ich jetzt noch wirklich probieren kann, ist, nochmal zum roten Spot dazu kommen. Probiere ich jetzt mal. Ansonsten müssten wir gucken, ob wir aufbrechen können. Also ich hoffe, dass wir können. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich weiß nämlich nicht erst, wenn wir das da oben abgehakt haben, ob wir dann können. Alles locker flockig. Ein Dings. Kein Dings. Okay, ciao. Muss ja jetzt auch so düster sein. Und weg hier. Hier können wir nicht so geradeaus durch. Das wird ein bisschen problematisch. Und hier hatten wir das Problem, haben wir noch die netten Entführerfreunde, die mechanischen Sonic. Und der kommt jetzt gleich wieder auf uns zu. Natürlich. Oh. Oh. Sack. Ein richtiger Sack. Wäre schön, wenn wir sowas wie eine Wumme hätten, die Viecher abschießen können. Ich war jetzt schon am Gegensteuern, ne?
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Boah, ich wäre reich, wenn ich jetzt Euro bekämpfe. Jedes Mal, wo ich das jetzt in diesem Play gesagt habe, jetzt schauen wir mal. Steinreich. Nee, nee, bei so Fakes gehe ich nicht hin. Wir müssen gucken, ob wir da irgendwie in diesen roten Spot kommen. Ich kürze mal ab. Boah, dieses Auto ist ja schlimm. Also ich bin schon auch. Boah, was war das? Bin schon in Zombies aus den 70er und 80er gefahren. Die haben nicht so eine... Mensch, wo ist denn das? Fragwürdige Fahrqualität. Und ja, wir sind schon im Wald damit gefahren. Kann ich hier das hier machen? Tank. Jedes Fünkchen. Ja, Fünkchen. Fünkchen ist jetzt ein falscher Ausdruck dafür. Jedes Tröpfchen. Sprit. Mehr nicht. So. Ist hier willkommen. Oh, wir hatten mehr drin als gedacht. Krass. Oh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Hallo. Einsteigen, das wäre schön. Jetzt einen Berg hoch. So geht's weiter. Blah. Wir müssen eine Kehrt machen, weil wir sonst hier wieder ein Problem haben. Ja, wenn wir hier feststecken, dann hat sich das erledigt. Aber nobody kann es nicht lassen. Oh, oh, oh. Na, schaff ich's. Warum rutsche ich jetzt, wo ich schief fahre? Das müsste doch gehen. Come on, das schaffst du. Siehst du, wo ein Wille dein Weg. Genau. Haben wir hier schon drin? Ich weiß es nicht mehr. Ja, sieht mir so aus. Ja, da will ich jetzt nicht lang fahren. Ja. War mir doch richtig. Hier lang, normalerweise. Okay, ich sollte auf die Straße gucken. Nicht so zu sehr auf die Map. So. Ja, ein paar Minütchen machen wir noch, weil das erscheint mir auch gerade kurz. Oder hat sich was getan, als ich den Spielstand geladen habe? Da war ich nochmal kurz AFK. Wenn wir jetzt weiter nach da fahren, haben wir wieder den Entführer. Gucken wir mal. Ich
Genau. Nimm mit. Oh! Hier sieht es nicht sehr ähnlich aus. Yippie! Ich habe hier wieder Freunde. Ja, klar. Ja, da kommen die gleich wieder hier angeschossen. Tschüss, einer, Buddy. Ah, schön. Ihr habt doch nicht das jetzt echt gemacht, was ich denke. Der hat uns in so Tunneln reingefahren. So, Mannequins. So, jetzt heißt es Straße folgen und abbiegen. Ach du Scheibenkleister. Ja, das ist mal eine etwas andere Folge. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Dann ist der Gesundheitszustand vom Fahrer plus Zustand vom Auto dürften ein bisschen Spielspiel sein. Upsasa, oh ja. Geht hier schon die Luzi ab? Ist was? Jetzt mal kurz ein bisschen ab. Das wäre. Weil. Reasons. Ich weiß nicht, ob wir shoppen werden. Wir sind nicht so. Oh, wow, ich glaub's nicht. So weit sind wir nicht. Aber das Auto wird langsamer. Oh, zum Greifen nah, zum Greifen nah, Junge. Gib nicht auf, never give up. Never surrender. Du hast es gleich. Ich kann das Licht schmecken. Come on, come on. Du bist schon... Ja, du schaffst es, du schaffst es. Yay! Und so wurde die Szene in Independence Day 1. Oh. Gemacht. Boah, krass. No. Thing you saw was not Bigfoot. Never was, never will be. Don't let Tobias and Francis fill your head with that nonsense. Hallo. Ihr Lieben, ich würde aber trotzdem sagen, wir sind am Ende einer Folge. Have you found the friendly dumpster yet? It's behind the shop. If you're ever in dire need, pay it a visit. Okay. As much as the zone takes away, sometimes she also provides. Okay. Ja, es war eine etwas andere Folge, ein bisschen überraschend für mich, so bestimmt auch für euch. Ich weiß immer noch nicht, wer Siam ist, wie dem auch sei, oder ob das jetzt ein Hauptziel ist, wir noch ein paar Sachen machen müssen, keine Ahnung, ob das hier nur eine Etappe ist, ich weiß es nicht, ich habe nicht wirklich so ins Spiel reingeguckt. Wenn es jetzt jedes Mal so ist, krass. Ja, hier gibt es einiges zu reparieren. Gut, ihr Lieben. Wenn ihr Ideen, Tipps oder Vorschläge habt, woher damit? Aber wenn ich nichts wirklich spoilern, so kleine Tipps, okay. Wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, könnt ihr liebend gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir wirklich weiter. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich bedanke mich für heute und sage ciao, tschüss, euer Nobody.